Ja, hi Leute, schön, dass ihr wieder bei Happy Drums reinschaut. Heute mal ein Test über ein Cajon-Pedal von der Marke Millennium bzw. Thomann. Und dann schauen wir und hören wir uns das mal an, wie das so klingt und was das so kann. Ich schwenke dann nachher immer aufs Pedal und wir gehen die Details mal durch, spiele euch auch natürlich was vor und sowas und mal schauen. Ja, ich selber sitze jetzt gerade auf meiner The Maverick Cajon. Und habe dort dieses Bassdrum-Pedal bzw. Cajon-Pedal schon montiert. Und so klingt das. Ja. Hier haben wir das Pedal selber. Das wird dann umgelenkt über so eine Welle hier, wo das eigentliche Pedal angedockt ist an der Cajon. Mit einem Befestigungsteil, was unter der Cajon ist, zeige ich euch gleich noch. Und das Wichtigste, wenn wir gerade hier so von oben drauf schauen, ich stehe mal gerade auf, dann sehen wir das so besser im Gesamten. Wichtig ist, dass dieser Winkel, wo jetzt hier jeweils das Gelenkstück ist, einmal direkt an der Cajon selber und einmal hier, darf der Winkel nicht zu spitz sein. Ja, ich sag mal so, wenn man sich jetzt von oben das mal anguckt, ja, ich sag mal in etwa 45 Grad. Also spitze auf keinen Fall. Also ich verstelle das hier gerade mal. Ich stelle das Pedal. Wie ihr hört, sind auch Klettverschlüsse drunter. Und schon kann ich das Pedal nicht mehr bewegen. Dann verkantet sich das hier. Oder da, je nachdem. Ja, das schon mal vorne weg. Also man ist ein wenig eingeschränkt von der Positionierung. Ne? Also wenn ich mich noch mal gerade auf die Cajon setze, also am liebsten würde ich das Pedal jetzt dahin stellen wollen. Geht aber natürlich nicht. Auch wenn ich jetzt hier diese Stange natürlich verkürzen könnte noch. Dann würde ich aber mit dem Pedal irgendwie hier so hinkommen und das bringt mir auch nichts. Darüber sollte man sich im Klaren sein. Man muss sein Spiel natürlich ein wenig ans Pedal anpassen. Das ist machbar, ist jetzt nicht weltbewegend. Also es geht schon echt gut. Ne? Also auch Doppelschläge und sowas alles möglich, gar kein Thema. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass wir hier keine Kette haben. Ich drehe das mal gerade so. Sondern so eine Art Zahnriemen. Also so, ja, aus der Autoindustrie würde ich jetzt sagen. Und der ist schön leise, gibt keine Geräusche. Ich bin mal ruhig. Also man hört kaum was. Ja. Ja, und dann die wichtigsten Sachen, so mit Feder einstellen. Eigentlich nichts anderes als wie beim Bassdrum-Pedal. Und ja, natürlich hier den, man kann hier auch jeweils den Winkel einstellen, also hier die Schrauben lösen, dann kann man den Winkel vom Beater einstellen, ja? Also die Ausgangsposition. Ja, dieser Beater hier, das ist so ein Schaumstoff, etwas härterer oder Moosgummi. Und je nachdem, wie der positioniert ist, hat man unterschiedliche Klänge. Also wenn ich ihn jetzt so parallel zur Schlagfläche mache, also so, dann klingt es zwar präsenter, aber... Ich sag mal, der Snare-Teppich bzw. die gespannten Seile rasseln schneller mit. Ich möchte natürlich eher wirklich einen Bassdrum-ähnlichen Sound haben, wenn ich mir natürlich so ein Pedal da dran schraube. Deswegen eher so. Also hier so nach vorne gekippt. Also ist, wie gesagt, der Beater ist auch an so einem Kugelgelenk befestigt.
Der hat auch, ich stehe mal gerade auf, hier so Schrauben, wo man das nochmal ein bisschen nachziehen kann, falls das mit der Zeit ein bisschen ausleiert. Ja. Okay. Nochmal so von vorne so zum Gucken. So sieht das aus. Ah ja, ganz wichtig. Man kann das natürlich auch für Leute, die lieber das Pedal auf der linken Seite haben, umbauen. Ja, also das sieht man auch hier. Also man könnte dann auch hier die Welle, dann kann man es auch umbauen. Und was auch ganz toll ist, da ist auch direkt ein passender Stimmschlüssel bzw. Imbusschlüssel, also Multifunktionsschlüssel dabei. Okay. Da sehen wir nochmal genauer. Okidoki. Ja, jetzt hatte ich gerade schon die Cajon von dem Pedal entfernt. So sieht das dann aus. Ich zeige das mal so. Kann man das mal. Na, also hier haben wir ganz normale Undock-Mechanik wie bei jedem Fußpedal. Okay. Ja, und unter der Cajon sieht das jetzt quasi so aus. Hier haben wir diese Haltestange und da hier dran wird das Pedal angedockt. Ich zeige das gerade noch mal von hinten. Hoppala. Na, und hier haben wir dann eine Schraube, wo man es dran klemmen kann. Das sieht man aber auch ganz gut auf der Herstellerseite, wie das funktioniert. Mal hier so von der Seite. Und das Stück Filz, das habe ich jetzt noch dazwischen geklemmt, weil angegeben ist, dass diese Halteplatte bzw. diese Haltestange oder Klemmstange nur für Cajons ist bis 30 cm. Ist aber glücklicherweise nicht der Fall, weil diese Cajon hier von The Maverick, die ist ein bisschen größer, ich glaube so 1,5 cm, also 31,5, irgendwie sowas. Ich zeige das mal gerade. Hier sind so Schrauben, die man lösen kann. Dann kann man diese Klemmvorrichtung vergrößern. Dann wird es zwar ein wenig knapp hier mit dieser Klemmschraube, sage ich jetzt mal. Deswegen habe ich da noch ein Stück Filz drunter geklemmt. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen seitlich bei mir, weil ich hatte das erst ein bisschen anders positioniert und hin und her probiert. Es muss jetzt auch nicht bombenfest sein, also man kann es noch bewegen. Ja. Also das ist auch jeweils nochmal mit Filz abgeklebt, damit man ja, das Holz von der Cajon nicht beschädigt. So, ist mal ein bisschen Blödchen mit einer Hand. Moment. So. Ja, hier nochmal. Warum die da jetzt so ein Stück Klett dran geklebt haben, wahrscheinlich wegen Geräuschen oder Unebenheiten ein bisschen auszugleichen, wenn man die Maschine da dran klemmt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und da würde ich sagen, bis demnächst, euer Bruno von Happy Drums. Ciao! Drums, Percussion, Lernen und mehr mit Happy Drums.